Jetzt hallo miteinander, ich muss mal etwas erzählen. Jetzt kommt doch gerade meine Kollegin ins Geschäft mit zwei riesen Gucker voll Klamotten. Sag mal, hast du die erst letzte Woche neue Kleider gekauft? Sagt sie, ja, Axel, aber das war letzte Woche. Und sage zu ihr, sag mal, hat Frauenkleidung eigentlich ein Verfallsdatum, läuft die schneller ab wie Männerkleidung? Sagt sie, ja, Axel, so ist das. Jedes Kleidungsstück hat innen drin ein Etikett und da stand eine Zahl drauf, 30, 40, 60. Und das ist das Ablaufdatum von diesem jeweiligen Kleidungsstück in Tagen. Da sage ich, aha, hab ich euch gewusst. Und dann ist mir aber ein Witz zu euch gefallen, den muss ich geschwind erzählen. Da ist der Angeklagte vor dem Richter, da sagt der Richter zum Angeklagten, Angeklagter, warum sind Sie dreimal hintereinander ins gleiche Geschäft eingebrochen? Da sagt der Angeklagte, beim ersten Mal, da wollte meine Frau ein Kleid klauen und die anderen zwei Mal zum es wieder umtauschen. Ich glaube, dieser Witz ist kein Witz, das ist wirklich so passiert. Ja, und dieses Dilemma mit Frauen und Kleidung und neuer Kleidung, das erfolgt uns schon seit Menschengedenken, seit es die erste Mensch auf Gottes Erdboden gibt. Wisst ihr eigentlich, was die ersten Worte der ersten Frau auf Gottes Erdboden waren? Was hat Eva gesagt als erstes? Ja, genau. Ich habe nichts zum Ziehen. Und jetzt hat er Dave verkehrt und kam dann in Form einer Schlange und hat gesagt, haha, ich war mal mein erstes Geschäft mit der Eva, die kaufen bestimmt alles ab. Und hat gesagt, Eva, du, wenn ich dir diesen Apfel hier verkaufe und du diesen Apfel hier mir abnimmst, dann kriegst du noch zusätzlich ein paar Schuhe dazu und nicht nur ein paar Schuhe, sondern auch noch ein nagelneues Sommerkleid. Hat Eva gesagt, sofort, dieses Abo schließe ich ab, das mache ich mit dir. So, und an diesem Abo hängen wir immer noch und das kriegen wir seit Menschengedenken nicht mehr los, merke dem. Doch. Sehen wir Männer doch ganz anders, oder? Wenn wir Schwaben zum Beispiel, wenn ein Schwabe Hemd hat, wo der Kragen zu eng ist, dann sagt der Schwabe, ich kaufe mir ein neues Hemd, dann sagt der Schwabe, ich lasse mir einfach erstmal den Mantel rausmachen und noch gucken wir weiter. Wir Männer sind im Allgemeinen daheim viel relaxter, was jetzt da Kleider angeht. Wir tragen die Kleidungsstücke so lang, bis sie entweder wieder in Mode kommen oder bis sie in mindestens drei Teile verfallen, weil ab drei Teile wissen wir Männer nicht mehr vom Leib, wie wir es anziehen müssen, in welcher Reihenfolge. Aber da sind wir echt wirklich bescheiden, wir Männer. Ich habe zum Beispiel mal eine Beziehung gehabt und dann habe ich mal zu meiner Partnerin gesagt, du Schatz, wo sind eigentlich meine Golfsocke? Und dann sagt sie zu mir, was ist ja Golfsocke? Dann sage ich, hat die mit der 18 Löcher. Sportkleidung. Das ist meine einzige Sportkleidung, außer meine Bowlingsocke. Die hat drei Löcher und die trage ich aber auch was am Sonntag. Wir Männer sind ja total bescheiden, muss ich wirklich sagen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen unter uns Männer, die sind wirklich gut gekleidet und die fallen da auf, weil sie gut gekleidet sind. Und da weißt du sofort, die sind in einer Beziehung, die hat eine Frau, die ihnen die Kleidungsstücke rauswirft. Bei mir sieht man sofort, ich bin Single. Und das darf man auch sehen. Und das ist bei mir so wie bei den Schwarzwälder Bullen hier. Da sieht man auch sofort, ob jetzt eine Frau noch Single oder verheiratet ist. Und es einfach ruhig so sein. So, liebe Lady, ich wünsche euch noch etwas und einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssle und ade.